So, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Mario Kart Wii Hacker Video. Und zwar haben wir heute wieder einen FTW-Cheater MWW. So, ihr seht jetzt mich als Ricardo eben und wie ihr seht, ich habe auch Symbole im Namen. Allerdings bin ich deswegen noch kein Hacker. So, und der Hacker ist dieser Daniel. Daniel, alles klar. So, ich will jetzt mal schnell Marios... Gut, hab ich's noch geschafft? Nein, ich hab's nicht mehr geschafft. Jedenfalls ist es ein richtig beschissener FTW-Hacker, wie wir sie live aus dem Bilderbuch kennen. Okay, meine Stecke wird eh nicht zusammenkommen. Also... So, der Bildschirm ist jetzt natürlich sehr scheiße aufgenommen, weil ich nicht wollte, dass er aus dem WW geht und deswegen... Ja... So, ihr seht's jetzt gleich. Ja, genau, man sieht schon. So, und da schießt er schon Blue Shell. War ja eigentlich logisch, ne? Auch ein 3-Sterne-Rang. Hier, obwohl er weißes Vivil ist nicht unmöglich, ist aber höchstwahrscheinlich ja, sehr dumm. Also, das ist schwer zu erreichen. Und ich. Also hier, naja, okay. Den Namen habt ihr jetzt auf jeden Fall. So, dann diesmal. Ja, natürlich. Okay, das könnte jetzt ein Verbindungslag gewesen sein oder er hat diesen Code drin, dass man nicht getroffen werden kann. Und der Code ist richtig geil eigentlich, wenn man ihn nicht falsch verwendet. Und mit falsch meine ich FTW cheaten. Ach, Mixer, ey. So, jetzt ist schon wieder erster. Jetzt wartet er wieder. Ach ja, jetzt wartet er wieder. Ach ja, da schießt er wieder ein Blue Shell. Haha, wie geil. Ja, so läuft das hier in Mario Kart. Bloß, dass es ein bisschen öfter ist als normal, ne? Sonst wird hier niemand auffallen. So, und Sterner da natürlich auch nicht drin, deswegen können wir ihn schon dissen. So, Mr. Bean, das ist aber ein FTW-Hacker, ja? Also, nicht mich wegen Troll baden, gell? Scheiße, jetzt haben wir Stern. Haha. Noob. Ach, wegen meinem Dissen ist er jetzt nicht mehr so schnell Erster geworden. Und ich sehe gerade fast gar nichts wegen der Kamera, ey. Und ich hoffe auch, dass die Bildqualität halbwegs in Ordnung ist, denn das ist wieder mal mein Handy. Deswegen konnte ich es auch nicht so richtig hinstellen, so richtig... Scheiße, dieser Daniel, ey. Okay, wir sind in Sicherheit. Fuck, FTW-Hacker. Ach ja, komm, leck mich. Scheiß Kaktus da auch noch. Na gut, aber wir könnten jetzt hier noch so 10 Sekunden stehen bleiben, wir würden... sowieso nicht Erster werden, denn dieser Daniel ist ein scheiß, richtig beschissener FTW-Hacker. Und dieses Item... Dieses Item behalten wir jetzt bis zum Schluss, ganz ehrlich. Denn damit haben wir tatsächlich eine Chance, gegen den FTW-Hacker zu gewinnen. Bin jetzt auch mal ganz vorsichtig. Oh, hier kann man sogar driften mit dem Bike. Ich habe das Bike jetzt mal aus Fun genommen. Fahren wir hier auch mal in der Mitte durch. So, und da vorne müssen... Okay, wir sind Zweiter. Wir sind zu 100%ig Zweiter. Zu 100%ig Zweiter, ja. Genau so ist das Deutsch hier. So, wir sind Zweiter geworden. Und der FTW-Hacker ist natürlich Erster. Aber es ist ja auch ein FTW-Hacker. Und Zweiter ist eigentlich auch ganz gut bei einem FTW-Hacker. So, ich kriege natürlich nur 9+. Ich habe gerade schon 100 Minus bekommen. Wegen den Spasti, Daniel. Ich gehe jetzt aus dem Raum zu 100% raus. Also, Mr. Bean... Bitte Daniel bannen. Daniel. So, danke fürs Schauen dieses Videos. Bannt Daniel und wir sehen uns auf Beamfi. Mein FC steht wahrscheinlich auch nochmal in den Kommentaren. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Let's Play oder im nächsten Hacker-Bannen-Video oder was auch immer. Und jo, wenn euch das Video wie gesagt gefallen hat und Mr. Bean diesen Hacker noch nicht gebannt hat und ihr ihn auch gesehen habt, dann teilt dieses Video Mr. Bean. Ich werde es versuchen, ihn auch irgendwie... Naja, okay, er guckt das ja sowieso. Und jetzt ist endlich Schluss und wir sehen uns dann auf meinem Kanal oder irgendwo anders. Ciao.